Guti, soll ich mal versuchen, Platz zu machen, wenn es überhaupt geht? Ach so. Muss mit ihm reden. Frieden schließen! Ja, Leute, so einfach ist es. So einfach ist es, Krieg zu beenden. Einfach mal so zu Putin gehen, sagen, Frieden schließen. Ja, ist so, I help anytime. Und dann ist vorbei. Ja. Ich rede am besten nie wieder. Okay, ich habe mir den Frieden geschlossen, das ist ja schön. Freut mich, aber weiter bringt es mich jetzt auch nicht. Und ich komme mir irgendwie auch nicht nach unten? Fragezeichen. Ich springe mal auf halbe Höhe ab und rede mit meinem besten Kumpel. Irgendwie dachte ich, das wäre da gerade gewesen. Brauche ich noch ein Bild aktuell? Ja, brauche ich. Rauch mal lieber Bilder. Was? Ich liege mal etwas. Ich auch. Wenn ich am Samstag die 200 Follower schaffe, dann lade ich ein YouTube-Video hoch. Fehlen noch 8 Kalendertüren. 8, 16, 24, ein Drittel. Athletsuch. Ich glaube, ich will mein Let's Play probieren. Ich glaube, das wäre was für mich. Glaubt ihr, dass Let's Plays irgendwann zurückkehren werden? Also so richtig? Also wir sind ja nicht weg und so. Aber so im großen Stile? Also weg von diesem hektischen Cut-Content, ja. Dieses Urlaubsvideo, was ich auf 5 Minuten runtergeschnitten habe, das war halt echt ein bisschen auch zu viel, ne? Nicht so lange TikTok legal ist. Jetzt geht's wieder nach unten! Ich raff das nicht. Ja, keine Ahnung. Ich meine, momentan haben wir das Problem mit diesen, keine Ahnung, geringen Aufmerksamkeitsspanne, dass man sich gar nicht mehr lange Videos traut zu gucken. Oder was heißt traut, dass es einfach nicht mehr will. Ich meine, ich verstehe es ja auch irgendwie, dass man das selber nicht mehr guckt. Ich gucke ja selber eigentlich auch gar keine Let's Plays mehr, wenn man ganz ehrlich ist. Oder wenig. Aber der macht mir Angst übrigens. Deine Mutter, hör doch auf, mich zu bumsen hier. Meine Güte. Der erste Einfrierung. Wieso ich kann nur beten, dass wenn er tot ist, er auch tot bleibt. Deine Mutter ist. Digga, das eine ist die Plattform über dir, was? Das andere ist die normale Fahrstuhlplattform. Ich hab's nicht verstanden, ich werde es nochmal vor Ort untersuchen und dann werde ich es vielleicht verstehen. Wo war ich eigentlich gerade? Aber kann es nicht vielleicht passieren, dass irgendwann das wieder sich umdreht, weil irgendwie Trends kommen und gehen und irgendwie will man ja dann doch irgendwann wieder das, was es aktuell nicht gibt, sage ich mal. Dass dann irgendwann Leute vielleicht wieder zurückkehren und sich denken, ach, längere Videos. Nicht komisch geschnitten und TikTok-Kacke, sondern so, weil die sich auf was einlassen. Wer weiß. Wenn das passieren wird. Einfach doch schon mit YouTube aufgehört. Wow, die sind geflogen. Ach, der hilft mir ja jetzt, aber er hat mich trotzdem attackiert im Grunde genommen. Der Fahrstuhl fährt jetzt nach oben. Mhm. Ganz ehrlich, ich mag unschönen Content prinzipiell, außer wenn jahrelang nichts passiert im Spiel.
Liebster, die interessieren halt vom Videospoilern nicht. Also wenn man wirklich Let's Plays, also wirklich das Durchspielen von Spielen schneidet, dann hast du auch wirklich die Kontrolle über dein Leben verloren. Also, so richtig meine ich, ne? Laufwege und so, alles okay. Aber angenommen, ich würde jetzt nur reinschneiden, jedes Mal, wenn ich irgendwie hier Fortschritt mache, zum Beispiel bei Dark Souls. Und nur die erfolgreichen reinschneiden, wäre das komplett bescheuert. Also wenn man irgendwann vielleicht sagt, okay, jetzt reicht's mir, klar. Aber, naja. Nichts gegen Cut Content, mag ich ja auch. Was fliegt denn da hinten lang? Mir geht's gut. Wir schauen mal nicht auf einen gewissen Nintendo-YouTuber. Macht er das so schlimm? Ja, guck mal, das finde ich halt komplett dämlich. Das gehört ja auch... Also wie gesagt, wenn man natürlich immer wieder scheitert und immer wieder tausende Laufwege hat, dann verstehe ich es ja und dann ist es auch okay. Ich persönlich mache es ja auch... Nee, also ich mache es nicht, wollte ich sagen. Sehr selten wirklich nur. Ja. Das gehört ja auch zu Spielen dazu. Naja, zumindest, sind das so Themen, über die man sich, glaube ich, 2013 unterhalten hat. Wir haben 2023, aber das ist ja... Mann! Ihr blöden Säcke, geht mir so langsam auf die Nerven. Bleibt doch einfach mal tot, sodass ich... Ah, ich vermisse Dark Souls 2, es war ein viel besseres Spiel. Weil da sind Gegner immer tot geblieben. So, jetzt ist mein Hot Take raus. Jetzt ist es raus. Dark Souls 2 ist mein liebstes Spiel aller Zeiten. Naja. Wir haben ein bisschen bei Mario RPG reingeschaut bei ihm. Der da durchgehetzt. Ja, das ist doch nicht geil. Also ich bin ja jetzt auch nicht, Gronkh. Ne, man muss ja auch nicht Gronkh sein und sich jeden Pixel 20 Minuten lang angucken. Dass ich das nicht mache, liegt weniger an Content für YouTube, sondern vielmehr, dass ich da einfach keinen Bock drauf habe, jeden Scheiß mehr anzugucken. Aber ja. Naja, scheint ja erfolgreich zu sein, ne? Darum geht's halt scheinbar. Boah, ihr geht mir so auf die Nerven. Ich will doch einfach nur wieder dahin. Jetzt, das ist der erste Rage-Mode hier in Dark Souls 3. Leute, ist es soweit? Hat sich noch nie sehr, so sehr gelohnt. Jetzt kein Fluchen einzeln. Nee. Nee, macht nicht. Lohnt sich nicht. Ich bin gespannt, wie Leon das bei Persona 5 machen wird. Alles wird aufgenommen. 300 Folgen. Okay, warte, ich verstehe das wirklich nicht. Also, das fährt nach oben. Jetzt. Imagine Krr. Was? Crash Bandicoot, gut, aber nur die Frames, wo man Kissen zerstört. Elkan kam nach Pittstadt, alle Wohner wurden angegriffen, er hat keinen gerettet. Ah. Ich werde auch alles vorlesen. Naja, ich versuch's zumindest. Ach ja, der Weg, wo du da bist, war der Weg in die... In der City, den ich dachte, dass er da wäre. Was? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe auch den Fahrstuhl nicht. Es tut mir wirklich leid. Ich bin auch nicht so intelligent. Ja. Zehn Minuten. Ja. 10 Minuten. Oder macht der Hebel hier? Nee, den kann ich auch nicht bedienen. Ich verstehe jetzt wirklich nicht. Ah, jetzt habe ich's verstanden. Ergibt auch Sinn, weil jedes Mal war der Fahrstuhl da, sonst müsste er nicht weg gewesen sein. So, der komische Fickerichter muss jetzt mal sterben. Wenn du sagst, in die City, du meinst aber nicht die Ringed City, oder? Das ist nicht der Weg ins DLC. Weil da traue ich mich vielleicht noch nicht rein.
Ich hasse dich. Warum ist er so stark? Gibt es vielleicht irgendwo ein Lagerfeuer? Das fände ich mal wieder toll. Ich meine schon dieses Dorf, wo du durchgelatscht bist, aber der Weg, wo du jetzt bist, ist ja nicht dort, wo ich dachte, sondern da, wo du gerade langläufst. Ach so, okay. Ich glaube, ich bin verstehend. Die Frage ist, ist es jetzt der richtige Weg, um wirklich weiterzukommen? Vermutlich. Aber das Verätzen der Jibby da, der geht mir richtig auf meine kleine Poperze. Weil du Ape Escape Alchemy auf Platin seit ein paar Minuten. Platin seit ein paar Minuten auf Platin. Ja, ich glaube, er hat Platin. Ist der Walter Gehweg. Walter Gehweg. Stell dir vor, ihr heißt Walter Gehweg. Ja. Sehr, sehr. Sehr spezifische Vorstellung. Das kann ich so leicht auszusprechen. Sehr spezifische Ausstellung. Ja. Ich stelle auch gleich was aus. Nämlich die Konsole, wenn das so weitergeht hier. Ich habe vorhin schon mal Absu runtergeladen. Punkt. Jetzt wieder genau nach oben, logischerweise. Das ist problematisch. Das ist nicht problematisch. Pandominanz nächstes Jahr. Ich werde mir jetzt kein PS Plus mehr holen dieses Jahr. Sonst verschwende ich ja ein paar Tage. Ich habe keinen Bock. Vernünftig. Na gut, die paar Tage sind ja auch scheißegal. Aber nee, ich habe so ein bisschen gedacht. Jetzt ist der Rest des Jahres. Ich weiß nicht, ob wir dazu kommen, ob ich dazu jetzt so komme. Weil ich will das dann auch ausnutzen, weil ich dann, ja, mir wahrscheinlich dann. Achso, stimmt. Und natürlich, weil ich mir wahrscheinlich. Ich habe den voll gut gedamaged. Wird das nicht umsonst gewesen sein. Weil ich mir zu Weihnachten wahrscheinlich dann. Ah, danke schön. Hot Wheels Unleashed 2 wünschen werde. Mein Gott. Gratis Yrithril-Schwert. Okay. Vielleicht passt er noch mit Dark Souls 3. Naja, mal gucken. Hoffentlich brauche ich sie halt. Pfad der Opferung. Hier brauche ich es ja dann hoffentlich nicht so viel wie bei Dark Souls 2, wo einfach manche Sachen halt so anstrengend scheiße waren, dass da der PS Plus Trick halt einfach schon gut war. Okay, mal wieder ein etwas ländlicheres Gebiet. Ne, ich wollte mir halt wie es anlegt holen. Also wünschen, dann kann man das dann spielen und ja, das dann. Ganze PS3-Stände mal runterladen. Okay. Was ist das Schwert, was ich da gerade bekommen habe? sah nämlich fancy aus. Okay. Also es ist ein bisschen schwächer, aber es ist ja auch, meinst du, es ist ja auch aufgelevelt. Es hat ähnlich beschissene Skalierungswerte tatsächlich. Und es ist schwerer. Oha, okay. Das gefällt mir irgendwie. Aber ich sollte es vielleicht ein bisschen aufleveln vorher, bevor ich es bediene. Welche Startklasse ich gewählt habe. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall die mit Dexterity. Steht ja hier, glaube ich, irgendwo, oder? Steht hier nicht.
Schade. Söldner. Ja, ich glaube, das war Söldner. Ja, Krieger, Söldner, irgendwie sowas. Auf jeden Fall das, was am meisten Dexterity hatte. Hat das eigentlich einen Eiseffekt oder sieht das einfach nur so cool aus? Steht das hier irgendwo? Ach doch, da unten zusätzliche Effekte. Eis, ja. 55. Cool. Doppelschwert, eine der stärksten Waffen, die es so gibt. Das normale Pimmel-Anfangsschwert. Oder meinst du irgendein anderes Doppelschwert? Hilfe. Ei, 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 ganz ruhig. Ganz ruhig, habe ich gesagt. Hilfe, Hilfe, ich will nach Hause. Dieser Baum sieht wichtig aus. Dieser Baum ist unwichtig. Aua. Immer diese Stagger-Attacken, ne? Ich mache immer dann. Der dritte Schlag macht immer richtig viel Damage. Ist das irgend so eine Combo, die ich. Ja, so Combo-angriffsmäßig, was ich habe? Hier, guck, pass auf. Zack, zack und BAM! Voll geil. Weil es der Eisbonus irgendwie, aber naja, das würde der Gegner ja einfrieren, denke ich. Fällt mir bisher ganz gut, das Schwert. Müsste es halt ein bisschen stärker sein, ne? Nicht hier. Oh, hi. Da wäre so ein kleiner optionaler Gang hier. Oh. Ja, Eis gegen Feuer. Jetzt wird spannend. Es war nicht spannend. Maybe, weil die so eine niedrige Eisresistenz haben und dadurch dann Damage nehmen. Who knows? Bei dem eben war es ja. Oh. Moment, was war das gerade? Scheiße, was habe ich gerade gesammelt von den beiden? Die, glaube ich, ne? Nein, sind scheiße. Doppeldolche. Ja, ich meine vorhin wirklich schon das Startklassen-Doppelschwert. Oh. Dann weiß ich, was ich im Zweifel upgraden werde, wenn irgendwie mal nichts läuft, ne? Schlachtermesser. Wichtige Frage. Meint ihr, wir sehen heute noch einen Boss? Das ist nicht wichtig, aber ich habe irgendwie Bock auf einen Boss. Nö. Ich kann träumen, Harold. Also ja. Da wollte ich rein. Ja, ich habe hier noch einen. Noch einer soll es sein. Ich habe 5000 Seelen. Tschüss. Hat mir gefallen. Fällt gerade ein, dass ich mit der einen Person gar nicht mehr geredet habe in dem einen Gebiet, aber da waren ja irgendwie auch so viele Gegner die ganze Zeit. Sag mal vorsichtig, eventuell.
Kommt darauf an, ob ich doch noch die 7. Folge mache, hä? Huh? Ah, wenn ich wieder zurückreisen muss zum Leveln, fuckt mich ab. Das finde ich doof. Das hätten sie aus Dark Souls zwar wieder streichen können. Aber irgendwas wollten sie wohl übernehmen nach dem Motto, ha, Dark Souls 2, wir haben doch, wir fanden nicht alles doof daran. Welcome home, Ashes. Very well, then take none. Then take no prisoners. Hä? Welcome, was ist gerade passiert? Very well, then take. Okay. Let these souls withdrawn from the geht auch nicht viel zum zweiten Level ab. Ja, machen wir Dexterity, weil jetzt eh alles scheiße scaled und dann habe ich mir die Wiese gewappnet für, falls ich mir doch mal wieder eine andere Waffe hole. Aber die anderen 400 hole ich mir jetzt auch noch, bin ich ganz ehrlich. Reicht das? Very well, then take no. Ja, machen wir mal das ein bisschen hier. Farewell, ach mal gar nicht auf die Stats, sondern ich mache einfach später auf die Stats achten. Wie ist schon vorbei? 4 Stunden 48 für Apex Enemy Platin gebraucht. Das ist nicht so viel. Ich muss mal gucken, wie viele Folgen wir jetzt haben, aber nee. Mindestens 2 kommen noch, würde ich sagen. Nee, oder mindestens. Ach, ich hab keine. Nee, 2. Ja, ja, doch, ja. Wir gucken gleich nochmal. Na, Jungs. Oh, hallo. How do you do? I'm Anri of Astora. Unkindled like you. Astora ist nicht Astoria. A friend and traveling companion. Are you too in search of the Lords of Cinder? We're well along the road of sacrifices. Below us is the Crucifixion Woods. Beyond the flooded woods lies Farron Keep, home of the Undead Legion. Further yet is the Cathedral of the Deep. We seek the cathedral, home of the grim Aldrich. We may go our separate ways now, but we are both seekers of lords. The next time we cross paths, one may find the other in a time of need. Hey, may the flames guide your way. Oh, yes. Horace. He's not very talkative. But don't think ill of him. He is an upstanding, kind-hearted knight. A fine partner for this grueling journey. Without his help, I would have cursed this onerous duty long ago. We are well along the road of sacrifices. Below us is the Crucifixion Woods. Beyond the flooded woods lies Farron. Ja, wo du mega gigaschnell hinkommen würdest. Further yet is the Cathedral of the Deep. Berichte mir mehr. Das führen wir bitte nicht an Heiligabend, danke. But we are both seekers of lords. The next time we cross paths, one may find the other in a time of need. May the flames guide your way. Wie erkläre ich das jetzt? Ich habe vorhin no joke drüber nachgedacht, aber dachte mir so, nee, da guckt ja keiner. Was für Wochentag ist der eigentlich? Sonntag. Was war ja ein Heiligabend eigentlich? Also ein Heiligabend hat der Laden zu, das heißt, da bin ich auf jeden Fall frei. Ach, da werde ich den ganzen Tag wieder filmen und Film gucken und zocken, ist doch geil. Oh, blaue Wächter. Ja, ich fühle dich. Perfekter Heiligabend so, ja, auf jeden Fall. Einmal mit allen telefonieren. Oma ruft an und fragt, ob ich ganz traurig bin, weil ich ja ganz alleine zu Hause bin und nicht an Weihnachten mit meiner Familie verbringe. Und ich so und auch meine Eltern so. So scheißegal. Ja, ja. Die haben ganz schön dicke Äste. Ich ruf dich dann auch an. Gerne.
Boah! Alter. Jungs, 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 Jungs. Irgendwo ein Baumstamm, Weitwurf, Wettbewerb, Wurf, Wettbewerb, Wurf. Ach du Scheiße. Boah, das ist wieder so ein Rotzgebiet, wo man wieder keine Ahnung hat, wo man hin muss. Hm. Und lustige Krabben, die wahrscheinlich scheiß wieder Match machen. Ah! Alter, Hilfe, so ein Riesenkrabbe angelaufen. Ich bin langsam, warum auch immer. Hilfe! Morgen ist 1. Dezember, ne? Scheiße. Kein Adventskalender. Ich habe überlegt, mir einen zu kaufen. Kann man morgen noch einen kaufen? Morgen gibt es die bestimmt günstiger. Voll gut, weil ich will... Doch, morgen kann man einen kaufen. Doch, morgen kann man einen kaufen. Kann man morgen einkaufen? Will mich nur ein bisschen eindecken für den Stream am Samstag. Kam der SD-Kalender schon an? Nee. Hast du den Templer-Adventskalender? Das stimmt natürlich. Kommt eigentlich auch der Zug zu Adventskalender? Gar kein Ankündigungsvideo, ne? Sieht schlecht aus. Ich habe gesehen, dass Dennis noch eine Playlist auf jeden Fall eine unveröffentlichte hat. Das kann man nämlich sehen auf YouTube. Hehe. Weil es einen Bug gibt. Oh Gott. Das Video kam jetzt online oder heute? Ich habe es nicht gesehen. Keine Ahnung. Ich habe übrigens gar keine Ahnung, wo ich bin. Ich laufe einfach irgendwo lang, weil ich mir denke, Hilfe. Ich hoffe, es ist okay, aber nur Hilfe zu denken. Ein Kündigungsvideo ist da vor 17 Minuten. Geilo! Ja, das ist immer ganz witzig. Man kann nämlich auf YouTube, wenn man, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wenn quasi ein Kanal eine Playlist erstellt hat, die öffentlich ist, aber in der sich entweder keine Videos befinden oder halt Videos, die noch nicht veröffentlicht sind, dann werden die auf der Playlist-Seite nicht angezeigt. Aber wenn man runterscrollt und quasi zu dem Punkt, wo dann neue nachladen, dann sieht man nämlich, dass unten rechts was fehlt. Da ist dann quasi unten rechts, wo eigentlich eine Playlist wäre, einfach leer. So nach dem Motto, da fehlt eine Playlist, die eigentlich oben sein müsste quasi und dann das richtig aufrücken musste. Das sehe ich nämlich immer, wenn ich ja, selber eine Playlist erstelle, dann sieht man das halt erstmal, dass da unten was fehlt. Wenn man sogar zwei solcher Playlists hat, was ich auch schon mal hatte, oder am gleichen Tag irgendwas gestartet ist, dann fehlen auch sogar zwei. Also ja, kann ich schwer erklären, ihr wisst wahrscheinlich gar nicht so richtig, was ich meine und ich komme da gar nicht rein. Aber da habe ich so gesehen, da fehlt irgendwie was und sein aktuelles Projekt, was spielt er gerade nochmal? Hab's vergessen. Dauert ja auch, ist glaube ich kein kurzes Spiel so. Hm. Naja. Ich habe ein Ankündigungsvideo 10 Minuten nach Upload wieder gelöscht. Warum? God of War 3, stimmt. Das Spiel kenne ich ja sogar. Hm. Folge geht 28 Minuten, fällt mir gerade mal so auf. Fand mein Video cringe. Dann mach einfach nur so ein Textvideo so. Hey. So ein Movie Maker, dass so der Text so ganz langsam reinkommt. Hey. Ab morgen gibt's einen Adventskalender. Viel Spaß, Kussmiley. Mehr fällt mir nicht ein. Aber das erste Türchen ist eine Premiere. Okay, Leute, ich beende mal diese Folge. Kennst du noch den DVD Maker? Den habe ich mal benutzt. Ich habe meine DVD gemacht. Die existiert aber hoffentlich nicht mehr. Tschüss!